Müssen Händler jetzt eigentlich ihren Twitter- und ihren Facebook-Account in die Widerrufsbelehrung mit reinnehmen? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und neben mir sitzt der euch schon längst bekannte Dr. Carsten Fröhlich. Hallo Carsten. Hallo. Chefjustiziar bei Trusted Shops und bei uns in der Kanzlei fürs E-Commerce-Recht zuständig. Und wir haben schon mal ein Video dazu gedreht, was hat sich eigentlich alles geändert im Fernabsatzrecht seit dem 13. Juni 2014. Da gab es die Umsetzung der Verbraucherschutzrichtlinie ins deutsche Recht. Und jetzt kommen langsam die ersten Urteile an. Ja. Und die haben euch bei Trusted Shops so ein bisschen darüber grübeln lassen, muss denn jetzt möglicherweise der Twitter-Account in die Widerrufsbelehrung? Wie kamt ihr zu dieser kühnen Annahme? Ja, das ist ein Thema, die Widerrufsbelehrung. Ist ja so ein Abmahnklassiker, schon nach dem alten Recht. Und wir haben die ersten Urteile tatsächlich, und zwar zu der Frage, ob die Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung stehen muss. Früher streng verboten. Es gab auch viele, die auf Unterlassungen verurteilt wurden, weil sie eine Telefonnummer drin hatten. Denn früher konnte man nicht telefonisch widerrufen. Das geht jetzt aber seit 13.06. Und deswegen sagt das Oberlandesgericht Hamm, es muss auch die Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung stehen. Schon dann, wenn ich überhaupt ein Telefon habe und nicht nur, wenn ich das jetzt kommerziell nutze. Immer dann, wenn ich ein Telefon habe, muss ich auch die Nummer reinschreiben, weil ich ja auch so widerrufen kann. So, und da haben wir uns gefragt, dann müsste ich ja auch mein Facebook, mein Twitter, mein Xing-Account und sonst was reinschreiben. Weil er über alle Wege irgendwie widerrufen kann. Genau, ich kann auch über diese Wege widerrufen. Okay. Und mit der Argumentation wäre das nur konsequent, dann auch alle Wege in dieser Belehrung aufzuzeigen. Das stimmt. Und bei der Faxnummer ist es wahrscheinlich, also das finde ich schon, ist klar, das ist schon auf die Spitze getrieben. Hat aber jemand eine Faxnummer im Impressum, dann könnte es sehr wahrscheinlich sein, dass die dann auch in die Widerrufsbelehrung muss, oder? Naja, eigentlich, also nach altem Recht gab es Rechtsprechungen, dass es nicht sein muss, ne? Aber das bezog in der Tat auch, wenn man keine Faxnummer hatte. Mhm. Und dann steht dann, Sie können in Textum zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail widerrufen, stand früher drin. Mhm. Das durfte man auch schreiben, selbst wenn man gar keine Nummer genannt hat. Aber du hast recht, also jetzt nach dem neuen Recht, wenn man diese Nummer hat, nach der Argumentation müsste die auch in der Widerrufsbelehrung stehen, sonst ist die Widerrufsbelehrung nach Ansicht dieses Gerichts unvollständig und damit abmahnbar. Bleiben wir doch einfach bei den Telefonnummern. Da gibt es auch ein Urteil oder schon immer wieder die Fragestellung, was ist eigentlich mit Mehrwertnummern und teuren Nummern? Können die denn so ohne weiteres ins Impressum? Mhm. Da wurde, glaube ich, schon mal gesagt, Mehrwertnummer im Impressum ist schwierig. Ne? Das war nach dem alten Recht schon letztes Jahr. Impressum ist ja aus der E-Commerce-Richtlinie, das ist ein alter Hut. Mhm. Und da hat das OLG Frankfurt nach altem Recht schon entschieden, wenn ich so eine teure Mehrwertnummer drin habe, wobei die Frage, was ist teuer, ne? Ja. Ist das nur die 0900 oder die 01805? Dann ist keine unmittelbare Kommunikation mehr möglich, die eben möglich sein soll, weil ich dann abgehalten werde, da anzurufen. Das soll nicht gehen. Aber jetzt stellt sich die Anschlussfrage und da laufen gerade noch zwei Musterprozesse von der Wettbewerbszentrale. Was darf ich denn für Nummern nach neuem Recht ins Impressum oder auch in die Widerrufsbelehrung schreiben? Denn es gibt aus dieser Richtlinie auch die Vorgabe, wenn ich einen Kunden schon habe, also Bestandskunden, dann darf der keine Nummern haben, die über den Grundtarif hinausgehen. So steht es in der EU-Richtlinie. Und da ist jetzt die Frage, was ist denn dieser Grundtarif? Es gibt ja keinen europäischen oder deutschen Grundtarif. Ich meine, das ist natürlich auch für die Zuschauer ganz spannend. Wenn ich Kunde bin, dann heißt es, eine Kundenhotline darf nicht zu teuer werden. Das machen ja auch manche, um bloß den Kunden davon abzuhalten, mal ihn anzurufen. Ja, oder mit der Hotline noch ein Geschäft zu machen. Da glaube ich auch, wenn ich damit Geld verdienen will, das geht nicht. Aber wenn ich damit nur die Nummer finanziere, das geht meines Erachtens schon. Das wird aber bestritten und das soll eben in diesen Musterverfahren geklärt werden. Was auch noch geklärt werden soll, ist die Frage, ob die 0180er-Nummern in die Widerrufsbelehrung dürfen. Weil auch die kosten ja wieder ein bisschen mehr, vielleicht. Ja.
Und das könnte wieder Menschen davon abhalten, da anzurufen. Das, also ich glaube, man muss unterscheiden, also um es ein bisschen klarer zu ziehen, also im Impressum, da kann ich schon so eine 0180er Nummer reinschreiben, solange ich damit nur eben den finanziere, der da an der Hotline sitzt, das kostet ja alles Geld, aber nicht eben noch Gewinn erwirtschafte, wie mit der 0900er Nummer. Aber in der Widerrufsbelehrung, da meine ich, da darf keine, überhaupt keine kostenpflichtige, also nur normale ortsüblich Festnetznummer drinstehen. Oder kostenfreie Nummer. Kostenfreie Nummer, weil der Widerruf an sich eben kostenfrei sein muss. Ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, was kostet die Unternehmen noch einen Telefonanruf? Also das werden die Gerichte sicherlich auch als Argument sagen, dass man sagt, okay, ihr habt hier teure Nummern, um den Kunden entweder abzuhalten oder noch Geschäft zu machen. Ne? Und das soll ja gerade verboten werden oder nicht mehr laufen. Also da werden wir die ersten Grundsatzentscheidungen in Kürze haben. Das ist ein Prozess der Wettbewerbszentrale. Die machen das auch ausdrücklich, um die Frage zu klären. Okay. Ja, Carsten, danke, dass du diese interessanten Fragestellungen mitgebracht hast. Für euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.